Na, 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 na. Schon eine Weile her, dass wir hier waren, ne? Da hinten sind die Feuerfliegen. Ich weiß nicht, ob ich die ignoriere. Ich glaube, die ignoriere ich jetzt einfach, weil ich krieg weder XP noch brauche ich irgendwas von denen. Also. Ne, es gab bloß Unvorhergesehenes auf der Straße und ich dachte mir, komm, wir schauen doch mal. Da kommt ein Oger. Wie viel Leben hat denn der eigentlich? Ach, 250. Zur Stelle. Aber eigentlich, der müsste aber eigentlich relativ halt, schnell tot sein. Na klar. Ha. Mal gucken, wie viel der von dem Todesstoß bekommt. Ja, easy. Easy. Da ist noch ein bisschen Zeug, ne? Conchines ist auch noch mit dabei. Ulm und Belmark, ach komm. Wir nehmen da einfach mal was mit. Belmark brauche ich zwar eigentlich jetzt nicht so, aber... Wenn schon, denn schon. So, dann gucken wir noch mal weiter. Ich glaube, da hinten müsste noch irgendwo eine Spinne kommen. Da sehen wir doch mal eigentlich dann auch den Unterschied zwischen einer großen Spinne und einer großen Add-on-Spinne. Ich will mal DLC sagen, aber es ist ja... Wobei, theoretisch könnte man auch sagen, es könnte DLC sein, weil es, man lädt es ja runter und man installiert es dann. Aber es ist kein offizieller Content. Also stimmt es mit dem DLC nur so halb-halb. Das bin ich. Dann probieren wir das selber jetzt auch nochmal. Formation! Easy. Ich kann mir schon vorstellen, dass genau deswegen die Spinnen in der Mine so gebufft waren. Aber ich würde immer noch sagen, sie waren ein bisschen überbufft. Also, was haben wir da drüben? Na, haben wir noch Krötenschemel. Ach komm, die nehme ich mit. Das geht aber wirklich weiter. Also ich sammle jetzt nicht nochmal extra irgendwelches Pflanzenzeug oder so. Ich habe aber noch kurz mal das Inventar schnell sortiert. Weil mein Inventar war wieder voll. Nachdem ich hier eh allen Mist in meinem Inventar hatte, wir wollen Reise fortsetzen. Damit wir nach Blutberge kommen. Ich hoffe, dass wenn ich da irgendwelche Händler finde, dass die Murmeln dabei haben. Weil mein größtes Problem sind halt die Murmeln aktuell. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Vito Niceback am Ende einfach oben in der Ruine gammelt. Im schlechtesten Fall. Das sind die Hausschweine. Gammeln hier die Hexen eigentlich noch so rum? Weil Jasmine scheint ja nicht mehr hier zu sein. Oder wie sie hieß. Aber die Hexen stehen auch nicht mehr hier rum. Olgenwurz. Okay, krass. Ehemalige Prajotenlager. Die Prajoten-Idioten, lol. Wusste gar nicht, dass es hier Eugenwurz gibt, aber gut, okay. Na gut, auf dem Level Wildnisleben, auf dem man hier reinkommt, ich glaube, da kriegt man das nicht so mit. Ja gut, aber hier ist halt auch nichts mehr. Und hier gibt es halt auch niemanden, den ich irgendwas fragen kann oder so. Also das ist ein Amboss. Aber ich habe nicht das Bedürfnis jetzt irgendwas. Und die Hühner sind alle frei. Nein, nicht die Hühner. War schon lustig. Hey, das Hühnergatter ist offen. Oh nein, ich muss sie wieder alle einfangen. Wir reisen zum Gutshof. Ach, da ist Salina sogar. Tomlock ist da auch. Da ist Torben. Mehlteuer. Ah, da hinten ist Bredovento. Einen schönen Tag wünsche ich. Kann ich irgendwie behilflich sein? Schön, dich zu sehen, Bredo.
Kann ich deine Waren sehen? Aber sicher doch. Oh, Herr Zuckerstangen. Und Zinnfiguren. Wenn jetzt noch Murmeln dabei hat. Oh. Schade, enttäuscht mich ein bisschen. Komm, ich kaufe aber alle Zuckerstangen. Und er hat 10-mal Drachenblut. Wo auch immer er das her hat, aber ich nehme es mit. Jetzt gibt es mal eine kurze Session Taschendiebstahl. Ah, sie hat noch die verbesserte Fingerklinge ausgerüstet. Spielen. Gut. Ja, ein Handschmeichler. Vielleicht hat er aber irgendjemand Murmeln in seinem Inventar. Gut. Puzzeln und rostige Nägel. Ich habe auch immer rostige Nägel in meiner Tasche. Die bringen Glück, habe ich gehört. Und Tetanus, wenn man sich daran sticht. Oh, fein. Der Danos. Ja. 7 Nüsse dabei. Deine Nüsschen. Oh, fein. Der Vogt ist auch nicht wirklich reich. Jetzt kommt der Knecht. Ein altes Brötchen, na, immerhin. Ja. Damit kann ich was anfangen. Seid gegrüßt. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich habe von dem anstehenden Ereignis gehört und wollte doch euch dazu Ich danke euch. Möge Travi euren Bund segnen. Die Götter zum Gruße. Die Götter zum Gruße. Mein Name ist Aska. Seid ihr Torben Mehlteuer? Ja, der bin ich. Woher kennt ihr meinen Namen? Von Denkelbrecht in Talon. Er hat uns auch gesagt, wo wir euch finden können. Denkelbrecht. Ich kenne keinen Bekelbrecht. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Aber dann kennt ihr bestimmt Vito Niceberg. Vito Niceberg ist meines Wissens der Neffe von Ulvine Niceberg, der Inhaberin des bekannten Handelshauses in Ferdok. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich ihn persönlich kenne. Entschuldigt bitte, dass ich mich einmische, aber dieser Mann lügt. Ich habe ihn auf dem Weg hierher mit Vito Niceberg gesehen. Seid ihr sicher, Hamlock? Jetzt, wo der Name Vito Niceberg gefallen ist, ja. Vorher wusste ich nur, dass ich den Mann schon einmal gesehen hatte, konnte ihm aber keinen Namen zuordnen. Oh, der hat hier so einen Hasenfuß als Glücksbringer. Und was sagt ihr nun, Herr Mehlteuer? Ihr wollt doch wohl einem dahergelaufenen Gaukler nicht mehr glauben als mir. Dahergelaufener Gaukler? Ich höre wohl nicht recht. Ich werde euch gleich... Rückt euch, Hamlock, ich glaube ich euch. Ich habe beobachtet, dass die beiden hinter der Brücke standen und sich angeregt unterhalten haben. Dann ist Vito den Berg hoch zur Ruine gegangen und dieser Herr hier weiter zum Gutshof. Und nun, was habt ihr dazu zu sagen, Herr Mehlteuer? Wisst ihr, Vito Niceberg ist ein Schurke. Er hat mir gedroht, wenn ich auch nur einer Menschenseele von unserem Treffen erzähle, würde er mein Geschäft ruinieren. Was hätte ich denn tun sollen? Na, wir werden schon dafür sorgen, dass der saubere Vito Niceberg euch keinen Schaden zufügen kann. Ihr müsst natürlich wissen, dass er von der Ferdoker Stadtwache gesucht wird. Die Vogtin Dariana hat noch ein Hütchen mit ihm zurück. Jetzt bin ich aber wirklich erleichtert. So ein mächtiges Handelshaus hat doch sehr viel Einfluss. Vito Niceberg hat mir auf der Anreise aufgelauert. Er brauchte dringend Geld und suchte einen sicheren Unterschlupf. Deshalb habe ich ihn hoch zur Ruine geschickt. Nachdem die Kultisten von dort vertrieben wurden, interessiert sich kein Mensch mehr für sie. Danke, ihr habt mir sehr geholfen. Ah, der Einäugige taucht wieder auf. Ich unterbreche die Feierlichkeit ja nur ungern, aber leider muss ich euch die Braut entführen und diese andere Schönheit ebenfalls. Ich weiß, dass es üblich ist, das erst nach der Zeremonie zu machen, aber so lange kann ich nicht warten. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Oh, welch angenehme Überraschung. Ein tapferer Streiter für das Gute. Ich befürchte nur, dass ihr dazu keine Gelegenheit mehr haben werdet. Das werden wir sehen. Ich komme. Ich habe mit Salina gar nicht geredet.
Auf zur Ruine, damit wir das Werk vollenden können. Entführt. Ah. Und sie haben Skelette dabei. Dann beschwöre ich doch mal mein eigenes. Wäre auch gut, wenn ich sowas vorher machen könnte, gemacht hätte, aber... Bei Rondra. Jo, die anderen, die kriegen aber richtig aufs Maul gerade. Das ist so eine andere Geschichte, ne? Lass das mal vor Grimm machen. Bei meiner Axt. Ja. Was befehlt ihr? Oh, ich bin fast da. Für Rondra und Farmalor. Ich sollte mir einen großen Heiltrank reinballern. Zur Stelle. Ich glaube, es wäre nicht ganz so unwichtig, wenn ich mehrere davon gleichzeitig auszuschalten. Attacke! Nimm das! Ein Skelett ist schon mal down. Zur Stelle. Einkreisen. Aufgepasst bei meiner Axt. Ah ja, es liegt hier am Boden. Nimm das. Und klar, das ist Stufe 8 sein. Ist schon mal sehr gut. Einkreis bilden. Folgt mir. Ja. Ich versuche mein Bestes. Was befehlt ihr? Bleibt nicht bei mir. Und dann mache ich das auch mal. Gegen das eine Skelett. Alles klar. Müsste aber eigentlich relativ gut klappen. Meint ihr? Bam. Bei Rondra. Einkreisen. Vorgrim blabariert noch, während er über am Boden liegt. Finde ich gut. Und das sind wieder so Kämpfe. Wobei ich sagen würde, der Kampf ist, glaube ich, mal gar nicht mal so schlimm. Es ist halt natürlich immer nur schwierig, wenn alle halt natürlich immer verschiedene Targets angreifen. Dann ist das immer ein bisschen schwierig. Die sind wahrscheinlich auch immun gegen Verwunden, oder? Ja, verwundet immun. Einkreisen! Die haben schon so eine hohe Selbstbeherrschung. Wir können gar nicht anders. So. Was in aller Welt ist passiert? Wo ist meine Tochter Firniane? Ja, wo ist meine Braut? Wo ist meine Braut? Was interessiert mich Firniane? Wo ist meine Schwester? Und wer war dieser Fremde, der plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist? Offensichtlich hat der einäugige Fremde die beiden entführt und ich bin ihm schon mal ein Arbeitstreu begegnet. Er führt nichts Gutes im Schild, so viel ist sicher. Mehr kann ich euch aber nicht über ihn es sagen. Es muss sofort etwas unternommen werden. Finian und Salina müssen aus seinen Fängen befreit werden. Umgehend. Das leichter gesagt, das getan. Ich glaube, er benutzt die Ruine für sein Vorhaben. Sie ist unbewohnt und der Wagnitz
Und die Drachenkultisten haben sie bereits für magische Experimente benutzt und die Instrumente und Gerätschaften werden wurden. Dann muss ich sofort dorthin. Überlass das besser mir. Ich muss ohnehin Nachforschung in der Ruine anstellen. Ich werde euch auf jeden Fall über die Schritte auf dem Laufenden Danke, halten. Dass ihr euch der Sache annehmt. Bringt mir Firniane heil zurück. Und Salina auch. Ja. Ich würde eh noch mit Salina sprechen, sofern das überhaupt geht. Ah, er hat einen Zweihänder, hat aber eine alte Streitaxt dabei. Immer gut. Ich mag tatsächlich diese Models von den Skeletten. Oh. So, Bredo. Wir verkaufen an dich erstmal die ganzen alten Streitäxte. Ach komm, Plattgold und den Diamantenstopp kaufe ich auch noch. Edelsteine brauche ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt. Und den Rest kann ich eigentlich so benutzen. Nicht benutzen, den Rest kann ich ja so. Die kann ich so herstellen. Dies ist kein Problem. Das war Conchines, Belmart, ach komm. So, ach komm, ich geh mal zum Hexentanzplatz. Und schau mal, ob die Hexen eigentlich da sind. Wäre ganz cool, vielleicht kann ich mit denen handeln. Okay, das ist doch eine größere Laufstrecke, als ich eigentlich dachte. Nö, keine Hexen hier. Finde ich irgendwie schade. Ich hoffe, ich finde die noch. Nicht, dass die am Ende alle tot sind oder so. Das wäre natürlich sehr, sehr unlucky. Weil ich würde zumindest mit denen handeln wollen. Vor allem mit Dingens. Wie hieß sie denn nochmal? Hier, die Alchemistin. Und die hat bestimmt auch noch ein paar gute Sachen dabei. So, Bastalmenteich, Brücke, Ruine, nordwestlicher Wald. Dann gehen wir gleich zur Ruine, oder? Ich habe ja hier nicht allzu viel zu erledigen. Entführt, Trollwünsche, Zuckerstangen. 10 Stück sollten eigentlich ausreichen. Auf zur Ruine. Ja, mehr habe ich nicht, weil sonst muss ich halt noch hier murmeln. Wie mit Ebergrütz, ja. Die anderen Sachen kann ich nur machen, wenn ich hier. Oh. Wer von denen hat denn eigentlich am höchsten Sinnesschärfe? Ein Zwerg, ein Bock. Na klar. Klar, das hat am höchsten Sinnesschärfe. Sie sollte vielleicht nochmal gucken. Sie hat ja auch ein Level Up jetzt. Aber sie kann keine Sachen verbessern. Das ist schlecht. Den Corpo Frigo könnte ich noch verbessern. Bei mir. Den Aero Fugu Vakuum könnte ich mal probieren, I guess. Culminatio. Ansonsten. Oh, Stäbe kann ich noch einmal. Attacke-Basis. Parade-Basis könnte ich dann. Das ist Intuition, Gewandtheit, Körperkraft. Oh ja, Gewandtheit kann ich auch irgendwie noch nach oben schrauben. Da habe ich keine Punkte mehr. Habe ich Parade-Basis 10, also das ist gut. Und hat er dann Ausweichwert von 8? Also, oder nee, von 16. Also okay. Nicht geteilt durch 2. Ach stimmt, wir spielen ja nicht 5th Edition. Oder was? 4th Edition? Ich bin mir nicht sicher. Zur Stelle. Das basiert ja, glaube ich, mal hier auf der 3. Edition. Tralda kann nochmal seine Lebenspunkte verbessern. Und sonst wüsste ich eigentlich gar nicht. Er hat ja sonst keine anderen Sachen, worin ich ihm irgendwas geben könnte, ne? Defensiv hat er eigentlich alles, was er braucht. Und Waffen hat er auch alles, was er braucht. Alles klar.
Na klar, das könnte ich die Leben noch mal kurz hochschrauben. Die betören auf 20. Lass das mal Vorgrim machen. Ja, lass das mal Vorgrim machen. Oh, seine Zwergennase könnte ich hochmachen. Und seinen Fallen entschärfen. Ich weiß nicht, warum, aber klar, das hat eh schon so viele Sachen. Das ist natürlich das Problem. Vorgrim. Vorgrim könnte ja eigentlich... Was wäre denn gut bei ihm? Was ich erhöhen könnte? Mut. Komm, wir machen Mut einmal nach oben. Dann hat er 19. Ich glaube, er braucht Mut dafür und da braucht er keinen Mut. Was braucht denn er bei Fallen entschärfen? Ah, Fingerfertigkeit. Ja, ich muss auch Fingerfertigkeit vielleicht mal einfach erhöhen. Um 2 Punkte oder so. Ich glaube, das wäre schon was. Folgt mir. Autsch. Phorax. Dass ich die aber nicht gesehen hat. Das wundert mich dann schon ein bisschen jetzt. Ich würde aber mal sagen, ich gehe jetzt aber noch bis zur Ruine. Also jetzt bis nach da vorne irgendwo. Oh, das sind Harpien, okay. Ich werde mal auf Defensiv. Weil wenn das irgendwelche Fallen sind oder so, dann rennen die nicht alle in die Fallen rein. Oh, die geben sogar Ampel. Jawohl. Das bin ich. Ja. Mach mal so. Nimm das. Wie viel hat die noch? Yo, die haben aber eine Menge Leben. Zur Stelle. Für Rondra und Farmalor. Bei Rondra. Halbkreis bilden. Ja. Folgt mir. Candidus. Nimm das. Formation. Ach, leichter Wundbar. Das bin ich. Oh, Vorgrim ist down. Okay. Dass sie doch seine Verteidigung. Dass sie an seiner Verteidigung vorbei sind, das wundert mich schon. Jawohl. Ja, Tralda, der macht wenigstens relativ gut. Nimm das. Damage. Wobei, da kann ich dann auch noch die Federn, wenigstens ein paar Federn bekommen. Nimm das. Höher runter. Zerritus. Höher runter. Nimm das. Für Rondra und Farmalor. Ha. Für Rondra. Bam. So, dann mach ich jetzt mal Clarum Purum auf mich selbst. Müsste eigentlich reichen. Clarum Purum auf Vorgrim. Und Vorgrim, wobei stimmt, Vorgrim ist ja unser Heilmann. Ich kann auf 13. Und da braucht er auch Fingerfertigkeit für. Den ungeschickt ist. Ich habe ohne Witz, ich weiß nicht warum, aber er ist einfach die ungeschickte Person aus der Gruppe und ich gebe ihm dann diese Sachen. Ich finde das irgendwie lustig. Gut, dann loote ich mal die ganzen. Oh, ich kann die Harpien gar nicht looten. Ich kann die auch Harpien auch gar nicht ausnehmen. Nur die Hälfte der Harpien wieder. Wenn überhaupt. Soll ich erst 3 Harpienfedern bekommen?
What a shame. What a shame. Also, ich gucke mich jetzt hier nicht mehr großartig um, oder ist noch ein Fass? Da könnten Murmeln drin sein. Nur ein Heller und ein Gulmun, aber. Und drüben ist auch nochmal ein Fass. Ich fasse es nicht. Das war bestimmt wieder irgendwo eine Trap, ja. Oh, er hat sogar gesehen. Wer von denen, wer hat's gesehen? Wer hat die Trap gesehen? Vorgrund wurde ignoriert. Ja, da steht nicht drin, wer den Wurf geschafft hat. Das ist ein bisschen wild, aber okay. Gut, dann halte ich schnell Vorgrim und dann gehe ich in der nächsten Folge hier rein, in die Ruine.